So Leute, hier sind wir wieder bei Cyberpunk und mal gucken, wo es uns diesmal hinführt. Aha. Was ist los? Ich wohne über ihm. Dann wohn weiter da und kümmere dich um deinen Scheiß. Mendes, warte! Das ist sein Nachbar! Gibt es was, das ich tun kann? Vielleicht. Kennst du Barry überhaupt? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Sicher, warum nicht? Ist ja nicht so, als wär's weit. Danke. Aber hab Geduld. Cops, die eine schwere Zeit durchmachen, sind kompliziert. Ich sehe mal, was ich tun kann. Okay. Hey Barry, alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Okay. Hey. Hey, die Kämpfe, die du erwähnt hast. Wie? Ohne Titanverstärkung Schädel wirst du ziemlich schnell Gedächtnisprobleme bekommen. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst okay. Die Fäuste. Ja, das wissen wir. Ich will in den Shop gucken, Mann. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Ich glaube an dich, Wie. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Hey. Ja, er hat hier einen legendären Baseballschläger und ein legendäres Katana. Wie viel kostet das? 41. Wie viel haben wir? Nehmen wir. Was soll ich das mit der Kohle? Was sind hier für welche? Hey. Alles klar. Was für eine Wanne? Verstanden. Okay. Sicher. Ja, ich verpiss mich hier schon. Ich dachte schon, du hättest die Stadt verlassen. Hatte Ärger. Das Übliche. Dann willst du dein Arsenal aufstocken, ja? Nein. Nächstes Mal. Hab's gerade ein bisschen eilig. Ja, lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Ah, legendäre Knarre. Und noch ein Baseballschläger. Was wollt ihr denn mit... Oh. Wie viel? 37. Du hast also auch was Legendäres. Cool. Yo, my tumors, Shroomers, Anthony. Hallo, ich bin Argus Eggman mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Ryan. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb für diesen Tag, während er schlief. Hier los. Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeister. Aha. Zu kandidieren. Heute betrauern wir den plötzlichen Verlust unseres Bürgermeisters. Und guten Freundes, Lucius Ryan. Ja, ich muss wieder hoch. Wir
Wir müssen in die Zukunft blicken. In die Zukunft, die Lucius sich für unsere Stadt gewünscht hätte. Ich verspreche, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um seine Arbeit gewissenhaft weiterzuführen. Ryans politischer Gegner, der ehemalige Bezirksstaatsanwalt Jefferson Herbanus, bekommt ihm ebenfalls ein Beileid. Meiner. Scheiße, er hatte seine Uniform an. Komme ich später nochmal wieder. Komme ich hier nicht mehr rein oder was? Oh, Fahrzeug gekauft, okay. Was soll ich denn damit? Nein. Und du kommst auch mit rein. Ne? Wieso hängt hier eigentlich nichts denn? Wir sind doch eigentlich legendär. Jedenfalls haben wir die legendären schon mal. Aber bevor ich jetzt hier, wir machen jetzt mal Aufzug. Da stehen wir dann eh nur rum, dann können wir auch. Hallo. Rezu. Hallo Night City, ich bin Gillian Jordan mit den N54 News und das sind die Lokalnachrichten. Das NCPD rät zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele. Hier muss der dran. Ja, weiter. Pack die doch nicht raus, ja. Identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt und in Extremfällen tödlich ist. Das Reaktion auf erhöhte Extremfällen tödlich ist? Bewohnern von Arroyo und Watson wird geraten, ihre Häuser nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu verlassen und außerdem sicherzustellen, dass sie Handfeuerwaffen griffbereit haben. Schulen sowie auch Krankenhäuser. Wie steht es um Pacific? Ursprünglich wurde der Bezirk als Tourismusparadies dargelegt. Wow. Den holen wir uns. Keine Angst. Aber erstmal muss ich hier mit Typen reden. Aha. Okay. Hi. Geh weg. Bitte. Erst bitte. Du siehst
besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Wer bist du? Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Mhm. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hm. Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit dir reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Okay, schön. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Keine Ahnung. Evelyn wusste viel über den Relic, darunter massig vertrauliche Informationen. Sie war schwer zu durchschauen, hatte aber diese Durchtriebenheit von Konzernagenten. Du weißt schon. Würdest du mich auch als durchtrieben bezeichnen? Hey, du wurdest rausgeschmissen zu den anderen Außenseitern. Schon vergessen? Was das? Ich sollte echt los. Warte. Naja, ist in Ordnung. Yorino Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit? In Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer. Okay. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Also was, wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen an einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein okay. Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Ich meine, mit Leute. Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Also meinst du richtige Konzerne oder meinst du? Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten. Das ist der Entkommen. Kochirakoso. Nun, Hanako-sama, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen. Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura.
Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Aber so weiß ich nicht. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung, ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Verlassen? Hat ihn ein anderer Konzern ins Boot geholt? Soweit ich weiß, hat er alleine gehandelt. Ein bedachter Mann. Er hat alles gut geplant und seine Spuren verwischt. Irgendeine Idee, wo er sein könnte? Nein. Okay, Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Also? Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Du hast echt für Saburo gearbeitet und weißt nicht, wie man mit hohen Tieren redet? Sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben, der des Mordes an Saburo Arasaka verdächtigt wird. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Oh, dann fängt das jetzt schon wieder von vorne an, oder? Muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Habt. Warum? Konzernratten. Weil sie die... Sie hielt mich für... Rogue ist gut informiert. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Naja, wenn ich sie jetzt ihr vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehe. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. Meinst An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Helmer, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Jo, danke. Na dann. Wenn du Helmer tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit dem zu begleichen. Oh, hi. Sepper, Packung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven.
Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Ja, okay. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Eigentlich wäre es cool. Ein paar Sachen von ihm würde ich gerne haben. Alter, was wollt ihr denn? Okay. Ruf Judy ein, finde Evelyn. Ich rufe erstmal Judy ein. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. nicht ganz nach Plan? Ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Können wir uns treffen? Bitte. Bist du im Lizzie's? Okay. Okay, mal gucken, hier mit dir los ist, ja? In dieser. Ach du Kacke. Was haben wir hier? Nebenaufgabe. Was ist das hier? Okay, Tarotkarte. Aha. NCPD. Okay. Tarotkarte und ein Auto aus der Garage. Noch eine. Hier ist das hier. Waffenmunition. Okay, okay. Was ist das hier? Fahrzeug kaufen. Hey! Polizei. Wo ist mein Auto? Ein Auto aus der Garage, Fahrzeug kaufen. Dahin. Oder hier ist auch noch eine Tarotkarte irgendwas. Jetzt gucken wir uns mal ein. Ja. Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren. Misty? Ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Okay. Was stimmt denn mit euch nicht? Wie?
Bis dann. Krieg ich noch mehr? Ah, die letzte Hinternachenschaft von Jackie. Wo muss ich den überhaupt finden? Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Das ist mein Auto. Er pfeift euch. Adapter Free Fire, was willst du denn? Kann ich jetzt wieder dahin, ja? Ja, dann bin ich doch dabei. Mit dem Polizei mich jetzt nicht aufgehalten. Okay, da ist mein Auto. Okay. Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Achso, ich dachte, es wäre... Ja, klar, als ob die mich jetzt sehen wollen. Also, was haben wir denn jetzt hier eigentlich alles? Wir haben Journale. Ach du, Nebenmissionen haben wir. Ein paar. Fahrzeuge haben wir auch ein paar und abgeschlossen haben wir auch ein paar. Naja. Dann werden wir mal wohl. Beat on the Breath, Rancho, okay. Psychokinder, Bedrohung, Mittel. Aha, Bedrohung, Nebenmission. Okay, wir haben hier also... Ach, wir können jetzt hier weiter. Ach du meine Fresse.
Naja, Leute, somit Fahrzeug, aha, Fahrzeug, aha. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.